Da sind wir wieder bei unserer Tabelle und wir schauen uns erstmal die Werte an. Ich habe schon ein bisschen was ausgerechnet, das gucken wir gleich mal. Aber was haben wir gemacht? Wir haben drei Durchgänge gehabt. Erster Durchgang, gleiche Massen. Nach dem Zusammenstoß blieben sie als eine Masse zusammen, als also doppelte Masse an der Stelle. Die Zeiten gemessen, Geschwindigkeiten berechnet. Die Geschwindigkeit des zweiten Bahns war zu Beginn des Stoßes 0. Und die Geschwindigkeit der verkeilten Bahn, könnte man sagen, habe ich bestimmt halt eben über t'12. So, im zweiten hatten wir den stoßenden Wagen etwas größer gemacht. Der gestoßene blieb gleich. Ich habe wieder ausgerechnet. Im dritten hatte ich den ersten auch ein wenig schwerer gemacht, allerdings nicht so viel wie da. Wir sehen auch gleich warum. Und haben unsere entsprechenden Werte berechnet. So, ich habe zuerst mal geschaut, wie ist das mit der Gesamtenergie. So, wir sehen, dass bei allen dreien die Gesamtenergie nach dem Stoß deutlich kleiner ist als vorher. Ich habe das einfach ausgerechnet, Gesamtenergie vor dem Stoß, 1/2 m²/s². Die Gesamtenergie nach dem Stoß ist 1/2 Gesamtmasse mal diese Geschwindigkeit zum Quadrat und dann kommen diese Werte raus. Was auffällig ist, und das muss man gleich sagen, ist, dass wir doch sehr, sehr starke Energieverluste an der Stelle haben, die, naja, das ist fast schon nicht mehr erklärbar, ist halt eben mit dem, was wir eigentlich zeigen wollten, dass Energie durch die Verformung, durch das Verformen der Knetmasse verloren geht. Eigentlich muss man einfach sagen, der schönste Wert ist tatsächlich wieder mal unser allererster mit den gleichen Massen. Hier sind die Massen schon so schwer, dass wir schon zusätzlich zum Energieverlust halt eben durch die Deformierung eine große Energie verlieren dann eben aufgrund von Reibungen auf der Fahrbahn. Das ist leider so. Wir schauen das später mal an, halt eben, wie das mit der sogenannten zweiten Gesetzmäßigkeit aussieht, ob wir da ein bisschen mehr sehen können. Aber das ist auf jeden Fall ein schöner, in meinen Augen halt eben ein schöner Versuch gewesen mit schönen Werten. Da reden wir gleich nochmal drüber. Auf jeden Fall haben wir, selbst bei dem schönen Wert, eine deutliche Verringerung der Gesamtenergie. Das heißt, das zeigt nochmal deutlich, inelastischer Stoß, keine Energieerhaltung und zwar nicht auf Reibungseffekte, sondern dadurch, dass beim Stoß Energie durch Deformierung verloren geht. Gut, so, wir suchen aber ja eine zweite Gesetzmäßigkeit. So, und jetzt schauen wir uns mal genau an, was hier passiert ist. Und dafür ist der erste Versuch, der erste Durchgang wunderbar geeignet. Gucken wir uns das mal an. Wir haben ein Auto, ein Wagen, Masse M1. Wir haben einen zweiten Wagen mit der gleichen Masse. So, nach dem Zusammenstoß haben wir ein Objekt mit der doppelten Masse. Man könnte einfach auch sagen, diese Masse 1 bekommt plötzlich eine zusätzliche Masse auf den Rucksack gepackt. Ich habe eine Masse, bewege mich da irgendwo hin und plötzlich halt eben habe ich, wie aus dem Nichts, plötzlich doppelte Masse. Das ist ja nichts anderes als eben das Zusammenführen dieser beiden Körper. Eine bestimmte Masse, doppelte Masse. So, jetzt schauen wir uns die Geschwindigkeit an. Wir haben hier 0,57 und dann 0,265. Das ist ungefähr die Hälfte. Und da haben wir schon das Gefühl dafür, das könnte ja unter Umständen auch nicht nur Zufall sein, sondern es könnte ja tatsächlich auch in irgendeiner Weise eine Idee der Gesetzmäßigkeit bringen. Wenn ich nämlich sage, die doppelte Masse ergibt eine Halbierung der Geschwindigkeit, dann habe ich zwei Werte, die im Produkt tatsächlich immer noch dasselbe ergeben. Wenn ich ein Produkt habe von zwei Größen und die eine Größe verdopple und die andere halbiere, bekomme ich am Ende genau das gleiche raus. Das heißt, wir sollten uns mal mit dem Gedanken beschäftigen, dass ein Körper nicht nur eine Energie hat, eine kinetische Energie, sondern auch eine Größe, die sich aus dem Produkt von Masse und Geschwindigkeit ergibt. Und das ist tatsächlich halt eben eine physikalische Größe, die in der Mechanik sehr wichtig ist und das nennen wir den Impuls. Und da gucken wir uns nochmal an, wie das aussieht, wenn man das etwas genauer formuliert. So, jetzt sind wir mal ganz, ganz mutig und sagen einfach, dass was wir gerade bei diesem einen einzigen Versuch festgestellt haben, dass das Produkt aus Masse mal Geschwindigkeit vor dem Stoß und nach dem Stoß gleich bleibt, fassen wir jetzt mal so allgemein wie möglich aus. Wir sagen einfach, ein Körper hat einen bestimmten sogenannten Impuls. Der Impuls bekommt den Buchstaben P, kleines p, bitte aufpassen. So, und die Definition des Impulses ist die Masse des Körpers mal seine Geschwindigkeit. Und wenn wir uns jetzt überlegen, doppelte Masse bedeutet Halbierung der Geschwindigkeit, dann kann ich ja sagen, dass diese Größe m mal v hier in diesem Fall erhalten geblieben ist. Und wenn ich das Ganze jetzt ganz verallgemeinere auf die ganze Welt, dann kann ich ja theoretisch sagen,
Der Gesamtimpuls der Welt oder eines Systems bleibt in seinen Werten immer konstant, in seinem Gesamtwert. Und das heißt, an einem bestimmten Zeitpunkt ein System von Körpern in der Summe einen bestimmten Gesamtimpuls ergeben, dann ist nach einer bestimmten Aktion, Reaktion, Stoß etc. etc. Explosion der Gesamtimpuls der entsprechenden Teilchen immer noch gleich. Das können wir tatsächlich an unserer Tabelle auch sehen. Ich mache das mal. Ich habe die Tabelle wieder aufgerufen und jetzt schauen wir uns das mal an. Ich habe hier oben den Gesamtimpuls des Systems vor dem Stoß war ja die Masse 1 mal Geschwindigkeit 1. Da müsste jetzt eigentlich stehen plus Masse 2 Geschwindigkeit 2. Geschwindigkeit 2 war 0. Deswegen steht hier nur M1 mal V1. Impuls nach dem Stoß heißt, wir haben einen Körper mit der Masse M1 und M2, der sich mit der Geschwindigkeit V'1,2 fortbewegt. Heißt, das ist mein gesamter Impuls nach dem Stoß. Und wenn ich das jetzt mit Hilfe eben meiner Tabelle ausrechnen lasse, bekomme ich was ganz Klasse raus. Und zwar tatsächlich, in unserem schönen ersten Versuch zeigt sich, dass der Gesamtimpuls vor dem Stoß ungefähr genauso groß ist wie der Gesamtimpuls nach dem Stoß. Dass er nicht hundertprozentig so groß ist, können wir jetzt sagen, das sind Fahrbahnverluste. Die müssen wir akzeptieren. Das geht das tatsächlich halt eben, können wir niemals hundertprozentig saubere Ergebnisse bekommen. So, wir sehen beim zweiten Versuch, das ist schlecht gewesen. Da aufgrund der großen Masse, die wir da haben, sehen wir, das funktioniert nicht. Da ist tatsächlich halt eben ein Impuls, er hat das nicht erfüllt, weil einfach viel zu unsauber gearbeitet wurde in dem Fall. Die Fahrbahn schluckt unglaublich viel von Impuls auch weg. Das heißt, das funktioniert nicht. Aber im dritten, da haben wir wieder halt eben eine ähnliche Größe. Sodass wir tatsächlich formulieren können, ganz großzügig sind wir in dem Fall natürlich klar, dass der Gesamtimpuls in einem System zu jedem Zeitpunkt gleich bleibt, egal was in diesem System passiert. Das ist mit der mechanischen Energie nicht. Die mechanische Energie bleibt in einem System nicht erhalten, sondern geht höher für immer verloren, in Anführungsstrichen, oder wandelt sich in andere Energieform um. So, wenn ich das ein bisschen mathematischer formuliere, wenn ich das jetzt mal ein bisschen mathematischer für unseren ganz konkreten Fall formuliere, dann sieht das ja so aus. Bei zwei Objekten heißt das. Bei zwei Objekten. Der Gesamtimpuls ist die Summe der Einzelimpulse vor dem Stoß und die Summe der Einzelimpulse nach dem Stoß. Wenn ich das jetzt für unser konkretes Experiment nochmal formuliere, heißt das, im Experiment war V2,0. Und nach dem Stoß gab es ein V'1,2 und die beiden Massen waren zusammen. Wird jetzt, dadurch wird sozusagen eben meine mathematische Formulierung, P Gesamt ist gleich P' Gesamt und jetzt setze ich sofort ein. Das ist der Impuls an dem vor dem Stoß, der Gesamtimpuls, und das ist der Gesamtimpuls nach dem Stoß, die gesamte Masse M1 plus M2 mal der Geschwindigkeit. Und jetzt sehen wir was ganz Fantastisches, und zwar, wir können hier eine Gleichung hervorholen, die uns die Geschwindigkeit V'1,2 exakt bestimmen lässt bei Kenntnis von M1, M2 und Geschwindigkeit des Körpers vorweg. Und das ist doch das eigentlich an dem, was wir wollten. Wir wollten überlegen, warum entscheidet sich an eben unsere Natur immer für eine einzige Möglichkeit. Und hier sehen wir das bei diesem ganz speziellen Beispiel. M2 ruht. Nach dem Stoß sind beide zusammen, haben wir eine wunderbare Möglichkeit, diese von der Natur gewählte, gewählte Endergebnis tatsächlich mathematisch zu bestimmen. Es gibt, wenn ich den Impulserhaltungssatz für dieses System anwende, nur eine einzige Möglichkeit. Und da brauche ich also gar keine Energieerhaltung, um bei einem inelastischen Stoß die Geschwindigkeit der verkalkten Waren zu bestimmen, sondern es reicht der Impulserhaltungssatz aus. Er reicht völlig aus. So, und was jetzt noch wichtig wäre, wäre die Frage, ob bei einem elastischen Stoß tatsächlich diese Gesetzmäßigkeit auch zu finden ist. Und dafür schnappe ich mir nochmal die Tabelle aus dem elastischen Stoß. So, ich habe das mal exemplarisch für unser Beispiel genommen, welches auch den Energieerhaltungssatz wunderbar nachgewiesen hat. Das haben wir schon gezeigt, ne? Hier gilt der Energieerhaltungssatz. So, jetzt gucken wir, ob der Impulserhaltungssatz auch funktioniert. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben für den Gesamtimpuls haben wir gerechnet M1 mal V1 plus M2 mal V2 ergibt
109,25. Die anderen interessieren mich erstmal nicht. So, für den Impuls hinterher habe ich bestimmt, die Körper waren ja nach dem Stoß nicht zusammen, sondern die fuhren ja getrennt weiter. M2 mal V2' plus M1 mal V1'. So, das habe ich ausgerechnet und kriege raus 156,84. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Impuls vor dem Stoß 109, Impuls nach dem Stoß 156,8. So, wir sehen, das sind nicht dieselben Zahlen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt der Impulserhaltungssatz nicht beim elastischen Stoß, was sehr schade ist oder wäre, oder wir haben einen Fehler gemacht. Und hier kann ich euch sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Den habe ich jetzt mal ganz bewusst gemacht, weil dieser Fehler auch von Schülern immer wieder gerne gemacht wird, in Klausuren, in Arbeiten, in Rechnungen. Und zwar müssen wir hier betrachten, halt eben, dass die Geschwindigkeit ein Vektor ist. Ein Vektor hat eine bestimmte Richtung und damit auch ein Vorzeichen. Das ist bei der Energieerhaltung, ist uns das wurscht. Weil wir in der Energieerhaltung das V zum Quadrat haben, da interessiert es mich nicht, ob es minus 5 Meter pro Sekunde ist oder plus 5 Meter pro Sekunde. Aber wenn ich nur das V habe, dann ist das ganz wichtig zu sagen, halt eben, ist es eine positive und eine negative Geschwindigkeit. So, jetzt gucken wir uns mal, was in dem ersten Versuch passiert ist. Der erste Wagen kam mit einer positiven Geschwindigkeit auf den zweiten zu. So, nach dem Stoß fuhr der Wagen 2 mit der positiven Geschwindigkeit weiter, aber der Wagen 1 mit einer negativen Geschwindigkeit zurück. So, das heißt, hier bei V1' darf nicht 0,12 stehen, sondern da muss minus 0,12 stehen. Das kann ich wunderbar verändern, indem ich oben in unserer Berechnung, das kann ich jetzt mal machen hier, da schreibe ich nicht 0,03 durch D2, sondern minus 0,03 durch D2. So, und damit wird das negativ. Und jetzt gucken wir uns das hier an. Und jetzt haben wir doch Zahlenwerte, die sich sehr stark annähern hier. 109 und 112. Das ist schon sehr nah beieinander. Das wird bei den anderen, ich kann es ja mal machen, bin ich ganz sicher, nicht so schön sein. So, wenn ich jetzt mir die Auswertung aus diesem ersten von uns damals sehr geglückten Versuch übertrage auf die anderen beiden, dann stelle ich etwas fest, was ich eigentlich schon erahnt habe. Denn beim zweiten hatten wir schon festgestellt, dass unsere Ergebnisse, was den Energieerhaltungssatz anging, sehr schlecht waren. Da hattet ihr ja so ein bisschen Trickserei, solltet ihr gucken, wie kriege ich das einigermaßen hin. Da war irgendwas mit der Zeitmessung nicht in Ordnung. Wir hatten einen extrem großen Energieverlust durch Reibung oder durch irgendwas anderes, wir wissen es nicht genau. Der war eigentlich unbrauchbar. Das sehen wir auch hier. Dass der nicht besonders brauchbar ist. P gesamt 141 zu P' 130. Nicht so doll. Der dritte allerdings, den wir auch beim Energieerhaltungssatz relativ gut hinbekommen haben, sehen wir, bietet uns für den Gesamtimpuls vorher 152 und für den Gesamtimpuls nachher 155. Und das ist doch eigentlich sehr schön. Ne? Ein Punkt ist euch vielleicht aufgefallen, der macht euch vielleicht ein paar Bauchschmerzen. Wieso? Beim Energieerhaltungssatz haben wir gesehen, der funktioniert ganz gut, obwohl der Wert nach dem Stoß immer ein bisschen kleiner ist. Durch Reibung. Warum ist denn hier der Gesamtimpuls vom Zahlenwert nach dem Stoß ein bisschen größer? Hat der Impuls gewonnen? Oder wie kann das sein? Nun, das ist eine ganz klare mathematische Geschichte. Das liegt hier an der Geschichte. Wenn wir hier ein bisschen die Zeit zu schlecht haben, nehmen wir mal, wir hätten jetzt hier nicht die Geschwindigkeit 0,12, minus 0,12, sondern wir hätten uns da vertan, hat eben, der wäre jetzt, die Geschwindigkeit würde jetzt etwas größer sein. Ne? Der wäre gar nicht so mit minus 0,12, sondern minus 0,13 oder etwas. Dann würde sich sozusagen dieser Wert hier erhöhen und wir würden tatsächlich diesen Wert erniedrigt bekommen dadurch. Das heißt, dadurch, dass wir halt eben hier etwas größer sind als in dem, oder bei dem Impuls vor dem Stoß, liegt einfach daran, weil wir das Minuszeichen haben und da wahrscheinlich schon irgendwelche Verluste auftreten, die den Wert zu klein machen. Und wenn der Wert zu klein ist, dann ist der Wert vom theoretischen her zu groß. Ne? So einfach ist das. Ne? Nicht denken, dass jetzt in irgendeiner mit Impuls hinzugekommen ist. Nein, Impuls bleibt erhalten. Energie bleibt erhalten. Im Idealfall. Alles, was jetzt sozusagen hier in irgendeiner Weise unterschiedliche Zahlenwerte gibt, hat einfach nur damit zu tun, dass wir hier mit Reibungsgeschichten arbeiten und die uns immer irgendwie unsere Ergebnisse verfälschen. Bei der Energieerhaltung
wird das Ergebnis dadurch verfälscht, dass der Wert am Ende kleiner ist. Kann man auch nachvollziehen. Bei der Impulserhaltung scheint es so zu sein, dass der Wert dadurch etwas größer wird, als er eigentlich sein sollte. Ne? Ja, halten wir.